Herzlich willkommen zum neuen Video. Mein Name ist Roger. Ja, das letzte Video ist schon ein paar Tage her. Ich lag gesundheitlich mal wieder auf der Nase, will da jetzt aber auch nicht näher drauf eingehen. Werden wir vielleicht in einem der nächsten Videos machen, die nächsten Tage. Es ist viel aufgelaufen, es ist aber auch viel in meinem Depot passiert. Und zwar habe ich mich von meinem Global Dividend Aristokraten ETF getrennt. Dividenden ETF und ich passen einfach nicht zusammen. Es hat sich natürlich jetzt über die Zeit so eine Strategie herausgebildet, was ich mir halt so überlegt habe, und da passen halt einfach Dividenden-ETFs einfach nicht in mein Portfolio. Der Wisdom Tree wurde ja geschlossen, der Invesco High Dividend hatte ich ja schon im November, glaube ich, oder Oktober vergangenen Jahres verkauft, und jetzt ist auch der Global Dividend Aristokraten-ETF von mir verkauft worden mit Gewinn, und die Dividenden gab es ja auch immer. Ich habe ja durch Nachkäufe immer so ein bisschen den Einstiegskurs gesenkt. Nur wirklich erholt hat sich der ETF ja nicht und die Performance blieb dann halt auch ein bisschen auf der Strecke. Und dementsprechend halt habe ich dann gesagt, okay, ich verkaufe ihn, und auch mit Sicht auf mein Auszahlungsziel, die 365 Auszahlungen oder 360 Auszahlungen, die ich haben will, wo ich halt auch dann in die Einzelaktien gehe oder bereits gegangen bin, hätten sich dann auch viele Unternehmen, dann, die in diesem Global Dividend Aristokraten ETF drin sind, überschnitten. So kann ich mir die Unternehmen selber auswählen. Es sind 3 neue Unternehmen dazugekommen. Also das Geld wurde nicht von mir verkonsumiert, sondern halt ich habe es reinvestiert, nicht komplett, aber zum Teil. Unter anderem möchte ich euch heute dann halt B&G Foods vorstellen. Schauen wir uns das Unternehmen an. Bevor wir ins Video einsteigen, würde ich mich natürlich ganz herzlich freuen, falls du es noch nicht getan hast, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und natürlich ganz wichtig am Ende nachher den Daumen hoch nicht zu vergessen. Wenn noch Fragen sind, gerne in die Kommentare, und vor allen Dingen, ich werde euch ISIN, WKN und so weiter, werde ich euch auch unten in die Videobeschreibung verlinken. Aber schauen wir mal auf B&G Foods. B&G Foods, alteingesessenes Value-Unternehmen, bereits 1889 gegründet, Hauptsitz in New Jersey, USA. Und ich habe mir das auch mal notiert. Zum Produktportfolio ist also Nahrungsmittel, gehören Tiefkühl- und Konservengemüse, Getreide, Fruchtaufstriche, Fleisch- und Bohnenkonserven, Bagel, Chips, Gewürze, scharfe Soßen, Weinessig, Ahornsirup, Melasse, Salatdressings, Pizzakrusten, mexikanische Soßen, Trockensuppen, Tacoschalen und Sets, Salzas, Gurken, Paprika, Tomatenprodukte, Puffmais und Reis und Snacks und Nusscluster. Also zum Beispiel gerade diese Sparte mit den Soßen wurde 2003 von Nestlé abgekauft. Mittlerweile beinhaltet B&G Foods insgesamt über 50 Marken, die eine mehr oder weniger hier in Deutschland oder in Europa bekannt. Wir haben bei uns hier in der Nähe in Saarbrücken haben wir so einen amerikanischen Laden, da kann man also amerikanische Waren kaufen, maßlos überteuert durch den Import halt. Und aber ich mag grundsätzlich solche alteingesessenen Unternehmen. Aber B&G Foods hat natürlich auch im Rahmen der Corona-Pandemie federn lassen müssen. Sie haben allerdings die Dividende nicht ausgesetzt, haben das Ganze straight durchgezogen. Ich habe das Unternehmen schon eine ganze Weile auf meiner Watchlist gehabt. Und jetzt durch den Verkauf im Dividenden-ETF hat das Ganze natürlich gepasst. Schauen wir mal gerade so auf die Marken. Wie ich eben sagte, die ein oder andere ist in Deutschland bekannt, die ein oder andere aber halt auch nicht. Green Giant kenne ich zum Beispiel. Oder auch Cavis oder halt auch der Toast Crunch hier. Den habe ich schon gegessen. Feine Sache. Das ganze Portfolio selber war die ganze Zeit mit Produkten behaftet, die sehr zuckerhaltig sind. Und aber auch hier hat B&G Foods schon vor längerem gesagt, dass sie nicht jetzt von den Produkten abkehren wollen, sondern aber halt auch nachhaltig, vegetarisch auch diese Kundschaft ansprechen wollen. Und dann zum Beispiel auch auf freiwilliger Basis, wie man es halt hier kennt, von der Ampel, das Ganze auch auf ihren Produkten verwenden und dann halt auch sagen, allergische Reaktionen auf die ein oder andere Soße und so weiter. Da wollen sie auf jeden Fall viel machen. Am 2. März kommen die Zahlen raus für das vierte Quartal 2020, wie es gelaufen ist. Der aktuelle Kursverlauf, wie man es jetzt halt hier mal kurz im Portfolio Performance sieht, auf die letzten 5 Jahre gesehen, hier bin ich ja dann eingestiegen, heute habe ich die Aktie frisch gekauft, sieht man halt, der Kurs ist seit 2017 rückläufig. Es ist aber meiner Meinung nach ein Unternehmen, was auch, wenn es sich vernünftig aufstellt,
viel Potenzial hat nach oben. Auch Corona-Pandemie, wie gesagt, betroffen. Da haben sie viel aufzuarbeiten. Da bin ich aber überzeugt, dass sie das hinbekommen. Man muss allerdings von B&G Foods, von dem Kauf halt auch überzeugt sein. Ich bin guter Dinge, ansonsten hätte ich mir das Unternehmen mit ins Depot gelegt. Die Wahl stand zwischen B&G Foods oder Hormel Foods. Hormel Foods steht, wenn man auf den ersten Blick drauf schaut, besser da. Auch Hormel Foods habe ich nach wie vor in meiner Watchlist, werde ich im Auge behalten. Aber ich habe mich jetzt halt erstmal für B&G Foods entschieden. Hier dieser Anstieg, der kam von Wall Street Bets. Die wurden da auch so ein bisschen mit nach oben gerissen. Ich hatte das, glaube ich, schon mal bei einem Video erwähnt. Und jetzt passt meiner Meinung nach der Kurs. Schauen wir mal kurz im Trader Fox, wie es dort aussieht. Und gehen mal ganz, fangen wir an. Also die Dividende wurde seit 10 Jahren nicht gekürzt. Umsatzwachstum seit 5 Jahren durchgängig. Die Eigenkapitalrendite stimmt mit 18,13%. Wie gesagt, am 2. März kommen die neuen Zahlen. Da wird sich das Ganze nochmal ein bisschen korrigieren. Auf die Zahlen bin ich gespannt. Den Investor Call werde ich mir halt durchlesen. Und wie gesagt, Umsatzwachstum seit 5 Jahren. Man sieht halt die Dividendenanalyse. Dividendenrendite liegt im Moment ein bisschen mehr als über 11%. Das war allerdings jetzt nicht das Kriterium, damit ich mir diese Aktie ins Depot gelegt habe. Das hier ist so eine Aktie, die will ich kaufen und will sie am besten für immer behalten. Ja, und ich muss mich halt mit einer Position im Depot halt auch immer wohlfühlen. Und das hat in der Vergangenheit auch wirklich gut mit den ganzen Positionen gepasst. Nicht nur, weil sie halt wirklich gut gelaufen sind, sondern halt, da ich mich halt auch für diesen Bereich interessiere. Nahrungsmittel war in meinem Depot noch nicht so wirklich vorhanden, außer im Aristokraten-ETF oder jetzt in dem MSCI World von Luxor, den ich ja noch habe, der allerdings nicht mehr weiter bespart wird oder auch keine weiteren Zukäufe mehr erfährt, der einfach im Depot liegen bleibt. Aber ich wollte den Bereich Nahrungsmittel in meinem Depot halt noch abdecken und dementsprechend habe ich mich dann halt für B&G Foods im ersten Schritt entschieden. Der eingefleischte Videozuschauer hier hat es wahrscheinlich auch schon gesehen. Es gibt noch ein zweites Unternehmen, werde ich euch im gesonderten Video vorstellen, und zwar PepsiCo. Gibt es schon viele Aktienanalysen? Ihr wisst, bei mir gibt es keine fundierte Aktienanalyse. Ich mache das immer für mich im stillen Kämmerchen. Ich stelle euch nur immer die Unternehmen vor, die ich mir ins Depot gelegt habe. PepsiCo ist auch dazugekommen, wie gesagt, in einem der nächsten Videos. Aber schauen wir nochmal kurz auf B&G Foods. Die werden jetzt nicht das riesen Momentum erfahren, gehe ich mal nicht davon aus, und ein riesen Wachstum. Das ist ein Titel, der zuverlässig die Dividenden ausschüttet. Am Kurs wird sich noch ein bisschen was tun. Ich gehe mal davon aus, ich habe jetzt für 25 Euro gekauft. Ich sehe da den wahren Kurs, sehe ich so bei 30, 35 Euro, so um den Dreh. Mehr wird da meiner Meinung nach nicht passieren. Ich bin halt auf die Aussichten gespannt am 2. März. Ich wollte auch so lange nicht noch warten jetzt mit dem Kauf. Kurz zu den Dividenden, wann sie ausgeschüttet werden. Das ist also im Januar, im April, im Juli und im Oktober der Fall. Dadurch, es war klar, wenn ich den Dividenden-ETF aus meinem Depot entferne, fallen mir ja 4 Auszahlungen weg. Dadurch kamen jetzt nochmal 4 Auszahlungen dazu. Plus die 4 Auszahlungen von PepsiCo, dann bin ich jetzt auf 66. Konnte also um 4 Auszahlungen steigern. Und ja, ich bin mal gespannt, wohin die Reise geht. Ihr werdet es verfolgen. Das Depot-Update Ende des Monats. Ich gebe keine Prognose. Bei den letzten Prognosen, wo ich gesagt habe, oh, im Moment sieht es gut aus, könnte ein sehr guter Monat werden. Ich meine, die letzten Monate waren wirklich sehr gut. Ging es dann in der letzten Woche eines Monats immer noch mal ein bisschen nach unten. Und deshalb will ich keine Prognose abgeben an dieser Stelle. Aber der Monat, warten wir es einfach mal ab. Aber das Depot-Update wird wahrscheinlich wieder ein bisschen ausführlicher. Und aber es wird auf jeden Fall interessant. Wir werden halt sehen, wenn man jetzt halt hier auf die Wertpapiere schaut, von der Aufteilung her, also ich habe jetzt mit PepsiCo und B&G Foods Nahrungsmittel auch vertreten, Immobilien, Maschinenbau, Kommunikation, Rohstoffe, American Manganese, mittlerweile 1000% im Plus, die 350 Aktien werden aber gehalten und auch bei Next Era Energy, da wird es auch ganz interessant. Ich hatte ja auch gesagt, bei meinem Auszahlungsziel, immer so 500 Euro pro Aktien. Ich habe jetzt für die Aktie bezahlt insgesamt 513,60 Euro. Ich werde allerdings, wenn eine gute Gelegenheit da ist, weil diese Aktien, die ich mir ins Depot lege, will ich ja, wie ich es eben schon
gesagt habe, am besten für immer halten, wenn natürlich das Geschäftsmodell weiterhin so bleibt und ich mich da auch für weiter begeistern kann. Und dann werde ich auch gegebenenfalls dann auch bei der einen oder anderen Aktie auch mal nachlegen. Ne? Habe ich auch bei einer Aktie gemacht. Sehen wir dann beim Depot-Update. Und aber B&G Foods, ich finde es spannend auf jeden Fall. Man wird aber halt sehen, wo die Reise hingeht. Man kann es halt vom Produktportfolio kann man es halt vergleichen mit so in Anführungszeichen Bofrost hier in Deutschland, wenn man halt die Tiefkühlprodukte sieht, die Soßen, man muss sie mögen oder man muss sie nicht mögen, aber man darf halt auch nicht den europäischen Markt jetzt vergleichen mit dem amerikanischen Markt, wobei der Markt, den sie halt ansprechen, bezieht sich nicht nur auf die USA, sondern halt auch auf Kanada und Puerto Rico. Und sie verkaufen auch Produkte exklusiv in Indianapolis auf dem Motor Speedway. Allerdings ist ja letztes Jahr dort auch nicht viel passiert. Die Rennen haben zwar stattgefunden, Zuschauer gab es, glaube ich, nur sehr, sehr wenige. Und es ist wirklich mal wieder ein Überzeugungskauf. Und man wird sehen, wo die Reise hingeht. Ne? Also das auf jeden Fall. Wenn noch Fragen sind zum Unternehmen, zu B&G Foods, lasst uns gerne darüber diskutieren. Auch gerne mal drüber diskutieren mit meinem Dividenden-ETF. Ich habe es halt wirklich, die Position hätte jetzt gar nicht mehr gepasst, dadurch, dass ich ja halt in die Einzelaktien reingegangen bin. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit diesem ETF angefangen habe, waren Einzelaktien noch weit, weit weg. Und wenn man, wir können gerne kurz jetzt mal da drauf schauen, hier ist noch, ich habe noch die Bruchstücke, deshalb ist er hier noch drin. Und man sieht es halt, hier bin ich ja dann ins Plus endlich gewandert hier. Und man sieht ja halt der Verlauf, der ist halt wirklich unterirdisch gewesen nach dem Corona-Absturz. Und ich habe jetzt noch 0,822 Bruchstücke, die stehen zum Verkauf bei Smart Broker. Und dann ist diese Sache auch weg. Wenn man jetzt hier einfach schaut auf die Wertpapiere, man sieht halt einfach die zeitgewichtete Rendite mit minus 16,14 ist natürlich unter ferner Liefen. Ne? Das hat halt einfach nicht gepasst. Insgesamt gab es in der Zeit, wo ich ihn hatte, 50,84 € Dividenden. Wie gesagt, das hat nicht mehr gepasst und dementsprechend kommt er raus. Ich muss mich halt mit einer Position möglich im Depot wohlfühlen und sagen, okay, das macht noch Spaß, diese Position. Das mache ich nicht nur jetzt von der Performance abhängig, sondern halt, ja, ne, es hat halt nicht mehr gepasst. Einigen wir uns einfach darauf. Ne? Also bin froh, dass das Ding jetzt los ist und mit einem blauen Auge bin ich herausgekommen. Hat lange gedauert, man sieht hier halt lange Durststrecke, aber durchgehalten. Und ja, aber ich will Dividenden-ETFs keinem schlecht reden. Sie haben ihre Daseinsberechtigung, nur halt nicht mehr in meinem Depot. Ne? Ich bin also wirklich froh, dass diese Position jetzt dann auch weg ist und ich dann in dem Bereich die Einzelaktien dann weiter ausbauen kann und dann wirklich die Firmen drin habe, die ich drin haben möchte. Ich glaube, das ist eigentlich auch eine ganz gute Begründung, warum ich den ETF verkauft habe. Wir werden sehen, wo die Reise mit B&G Foods hingeht. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Video und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.